So, herzlich willkommen zu MCO Allianzkrieg Kampf. Allianzkrieg Kampftipps. Und ja, ich habe hier mal hier nachgeschaut, wer da kämpft, ne? Wir haben aktuellen Allianzkrieg. Und ich habe hier mal meinen kleinen Account mitgenommen, The Dark Sire One. Und wir gehen mal in den linken Pfad und zeigen mal, wie man Nick Fury und die besiegt, die Black Widow. So, das allererste ist, der beste Kämpfer für solche roten Champions ist natürlich nicht Sunspot, sondern Apokalypse. Apokalypse ist immun gegen Blutrausch. Wenn ihr getroffen werdet, macht es euch nichts aus. Die ersten 8 Sekunden, na klar, danach seid ihr aber immun. Und was wir machen natürlich, was ich immer gerne mache, ist die gewöhnlichen Booster verwenden, weil ich habe genug davon und ich verwende die dann, weil ich sage mir, hey, ich weiß, wie die das werten, Funk und Bam. Und wenn wir so gewöhnliche Booster wertet, dann werten die das nicht so, wie als wenn ihr die Kriegsbooster, diese 20% verwenden würdet. Natürlich wird hier jeder dementieren, was ich hier sage, die Luciferianer natürlich, aber glaubt mir, das ist wirklich so. Meine Quelle hat es mehrere Male gezeigt. So, jetzt kommen wir zum Kampf, was ganz wichtig ist, ihr müsst schauen, dass er ganz einfach zurückgeht, dann gleich die Angriffe macht und das ist ein Knotenpunkt, wo ihr einen Lebensraub habt. Ihr habt nicht ewig Zeit, ihr müsst schnell eine SK2 zünden. Und so schnell wie möglich einfach dem halt seine Leben abziehen. Dann könnt ihr auch im Blockmodus oder im Geschickmodus das machen mit der SK2. Ich empfehle euch immer geschickt zu üben und anzuwenden, denn gerade wenn er seine SK2 loslässt, ist er schon sehr mächtig, wenn er im Nullmodus ist. Und da sollte man schon geübt sein. Und jetzt ist das halt so, jetzt komme ich da nicht so einfach in ihn ran. Und hier habe ich Schwierigkeiten, also gehe ich in den Block kurz, dann warte ich ab, dann gehe ich wieder nach vorne und jetzt zurück, weil ich will ja unbedingt, dass er das macht. Und wenn er seine Niederschlagattacke macht, kann ich ein bisschen besser agieren. Jetzt merke ich gerade, ich habe hier keine SK1, ne? Jetzt mache ich die SK1, weil ich sie jetzt habe und mache einen kurzen Prozess mit Nick Fury. Und so habe ich meine 100%. Sauber aus dem Kampf raus, Sieg und Nick Fury ist tot. Wobei, wie gesagt, der Gegner sehr dumm war, weil normalerweise ist Nick Fury viel schlauer. Aber wir hatten da einen dummen Gegner und die KI ist dumm, weil die KI geht nach dem, wie ihr halt seid, mit einem Durchschnittskampf gerechnet. Black Widow war auch ziemlich krass, die ist normalerweise viel gefährlicher, aber was ihr machen könnt, ist sie lähmen natürlich durch die Parierfunktion, solltet ihr eine Meisterung freischalten, damit ihr überhaupt habt. Und das ist normalerweise ungewöhnlich, dass sie so dumm ist und sich mehrere Male durch das Parieren lähmen lässt. Und auch hier war die Attacke vorhersehbar. Normalerweise ist eine SK2 von Black Widow gar nicht so einfach, aber das war's auch schon. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, abonnieren, liken nicht vergessen und that's it.